Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man preisgünstig einen Schweller schweißt. Das Video hat nicht jedem gefallen, aber es muss auch nicht jedem gefallen. Wichtig war für mich in diesem Fall einfach, dass man zeigt, dass man mit geringen Mitteln auch etwas hinbekommt, womit man ein Fahrzeug über den TÜV bekommt. In diesem Tutorial zeige ich euch jetzt, wie man spachtelt und wie man dann eine geschweißte Oberfläche wieder schön hinbekommt. Damit es auch für jeden verständlich ist, habe ich extra nicht die Hebebühne benutzt. Ich habe keinen Kompressor benutzt zum Sprühen. Ich habe ganz normal Spraydosen benutzt und das Auto mit dem Wagenheber aufgebockt. Wer selbst so eine Reparatur an seinem Fahrzeug durchführen möchte, für den habe ich unten in der Videobeschreibung eine Linkliste aufgestellt mit den Produkten, die er benötigt. Ich denke, ich habe da einige faire Sachen rausgesucht, die sich jeder leisten kann, und ich hoffe, dass ich euch damit eine kleine Hilfestellung gegeben habe. Und jetzt kommt das Video. Zuerst benötigt ihr den Spachtel. Der Spachtel dient dazu, große bis sehr große Unebenheiten in der Oberfläche auszugleichen. Zum Beispiel Beulen oder tiefe Rostnarben. Man geht wie folgt vor. Zuerst anschleifen, Silikon entfernen, Staub entfernen. Danach wieder einen Spachtel auswählen, den Spachtel mischen, den Spachtel auftragen und dann den Spachtel wieder schleifen. Und je nachdem, wenn ihr dann immer noch ein bisschen Poren drin habt, müsst ihr mit dem anderen Spachtel wieder drüber gehen. Mit Softspachtel zum Beispiel. Polyesterspachtel. Und dann geht es weiter mit dem Füllern bzw. Grundieren. Und nach dem Grundieren wieder anschleifen und nach dem Anschleifen kommt das Lackieren. Klingt nach viel Arbeit, ist auch viel Arbeit. Aber ich zeige euch trotzdem, wie es geht. So Leute, wir sehen jetzt hier haben wir geschweißt gehabt und jetzt kommt hier noch eine Schicht Spachtel drüber. Ja? Der Spachtel ist dafür da, dass wir die ganzen Schweißbollen hier nicht mehr sehen und dann werden wir hier nachher einen schönen Übergang drüber bekommen. Und gleichzeitig wird es dadurch nochmal ein bisschen härter. So, also jetzt gehen wir rein. Hier habe ich jetzt schon mal die erste Schicht Spachtel drauf. Mischen wir den Spachtel an. Dazu nehmen wir etwas Spachtelmasse und holen hier ein bisschen raus. Geben die Spachtelmasse zum Beispiel auf ein Stück Karton. So. Ein bisschen kann man noch. So. Okay. Das hier ist jetzt sogenannter Polyester-Spachtel. Den hier benutze ich jetzt für die Feinheiten. Und hier drüben sieht man, da habe ich schon die erste Schicht drauf. Das macht man mit sogenanntem Glasfaserspachtel. Der hat längere Fasern und hält deshalb auch besser. So, zurück zum Polyester-Spachtel. Hier geben wir etwa 2% Härter dazu. Härter ist dieses rosane Zeug aus der Tube. So. Und jetzt machen wir das Ganze untereinander. Schön vermischen miteinander. Wenn das Zeug erstmal vermischt ist, habt ihr etwa 5 Minuten Zeit, um damit zu arbeiten. Dann ist es hart. So. Jetzt gebe ich hier schon mal ein bisschen auf den Spachtel hier drauf. So, den brauchen wir nämlich nachher. Und den Rest putze ich hier ab an einem alten Lappen. Das müssen wir gleich immer sauber machen, weil wenn es hart ist, kriegt man es nicht mehr weg. So, jetzt gehen wir rüber zum Auto damit. Und wir spachteln das Ganze. Und zwar so. Dabei versuchen wir hier einen schönen Übergang drüber hinzubekommen. Und immer so ein bisschen rüberziehen. Und wie man jetzt gerade hier vorne sieht, füllt man damit so kleine Löcher auf. So, ihr seht hier, gehe ich jetzt mit dem Spachtel drüber und schab ihn dann so immer ein bisschen ab. Und seht ihr hier diese Flächen hier, dort füllt es die Löcher auf, die jetzt noch von dem Glasfaserspachtel vorhanden sind.
Hier vorne gebe ich ein bisschen mehr mit dazu. Und Katze kommt auch mit und schaut zu. Die Katze geben wir auch mit dazu. Weg damit. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Aber so arbeiten wir uns hier Schicht für Schicht nach vorne. Oben ist es auch wichtig, hier gerade beim Übergang, dass wir das hier möglichst gut hinbekommen. Denn wenn wir umso besser arbeiten, jetzt hier, müssen wir später umso weniger schleifen. So, jetzt mache ich das Ganze sauber. Denn mit dem kann ich nicht mehr arbeiten. 5 Minuten sind demnächst rum, dann ist er hart und dann kann man nicht mehr modellieren. Also immer schön darauf achten, auch dass ihr eure Finger wieder sauber kriegt, bevor das Zeug hart wird. Sonst habt ihr eine Woche lang dreckige Finger. Und das wäre nicht so cool. So, den Rest modelliere ich jetzt hier oben mit dem Finger ein bisschen. Es gibt bestimmt auch noch andere Spachtel, die ihr dafür benutzen könnt. Man kann aber wirklich auch schon mit den Fingern recht viel hier machen. Dabei nimmt man am besten immer das überschüssige Material von einer Stelle und fährt damit zur Stelle, wo Material fehlt. Umso glatter, umso weniger Nacharbeit habt ihr später. Hier hinten haben wir ein bisschen mehr Arbeit dann. So, jetzt ist es hier trocken, seht ihr? Und jetzt benutzen wir hier so einen Schleifer. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, der ist schon ein bisschen abgenutzt, aber man kann noch damit arbeiten. Gleichzeitig hier oben setzt ihr einen Karton hin, damit der Staub, der jetzt gleich entsteht, nicht ins Auto reinkommt oder zumindest nicht so stark. Und da müssen wir jetzt versuchen, schön gleichmäßig das zu glätten. So, jetzt habe ich noch ein neues Schleifpapier drauf gemacht und damit wird es besser funktionieren. Die bekommt ihr sehr günstig, auch unten in der Videobeschreibung. So. Schauen wir da weiter mal. Nachdem wir jetzt etliche Male gespachtelt haben, wieder geschliffen haben, haben wir das Ganze hier grundiert. Das sprüht man also an mit Grundierung. Und wenn es dann angesprüht ist, sieht man jetzt hier vielleicht noch ein bisschen ein paar Läufer, die jetzt hier noch drin sind. Hier oben mussten wir dazu ein bisschen abkleben hier, damit wir nicht die Grundierung in den alten Lack hineinbekommen. Ja, dazu öffnen wir jetzt die Türe, denn wir schleifen jetzt nass und dann nimmt man hier Nassschleifpapier. Wir können hier 360er oder 400er nehmen, zum Beispiel. Man könnte auch 600er nehmen, aber mit 360er geht es eigentlich ganz gut. Und schleift noch diese Rotznasen hier wieder raus. Kann man jetzt von Hand machen, wird ein bisschen ungenauer. Oder man macht es mit einem Klotz und schleift die gerade. Das Ganze meiner Meinung nach aber noch ein bisschen besser funktioniert, ist mit so einem Schleifklotz, Schleifschwamm. Man fährt dann mit kreisenden Bewegungen ganz leicht darüber.
Man sollte keinen Druck ausüben, damit das Ganze gleichmäßig wird. Seht ihr? Nach einiger Zeit sind wir fertig mit dem Schleifen und eben nachdem wir mit dem Schleifschwarmklotz drüber sind, gehen wir nochmal im letzten Arbeitsschritt mit von Hand drüber. Jetzt nehmen wir einen Lappen, der möglichst sauber ist und fusselfrei und Silikonentferner. Und reinigen hier die komplette Stelle, die lackiert wird. Jetzt benutzen wir Grundierung und sprühen nochmal vorsichtig an den Stellen, wo blank ist. Jetzt sind wir soweit fertig mit den Vorarbeiten. Es ist lackiert, es ist geschliffen. Das Ganze bringen wir jetzt noch ein bisschen auf Temperatur, gerade im Übergangsbereich mit einem Föhn. Und schütteln schon mal die neue Dose in Schwarz. So, die Übergangsbereiche sind nun etwas wärmer als der Rest. Das sorgt dafür, dass wir nachher einen besseren Übergang bekommen. Jetzt müssen wir hier noch die Kappe hier entfernen. So, und jetzt können wir lossprühen. Aufgepasst, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt kommt hier das große Finale. Und wir sehen, wie es fertig wird, aussieht. Jetzt dürfen wir keinen Fehler machen. Ist jetzt schwierig, wie man am besten anfängt. Am besten von einer Stelle, die man vielleicht nicht so gut sieht. Jetzt haben wir noch zwei Aufgaben zu erledigen. Und zwar, fertig lackiert habe ich es jetzt. Hier, den Übergangsbereich hier runter, habe ich mit Politurpaste poliert. Einmal ein bisschen Politur nehmen, draufklecksen, polieren und dann wird der Übergang so. Ihr seht, der ist ganz gut. Nach vorne hin muss ich hier noch ein bisschen polieren. So, und jetzt haben wir hier unten drunter, kommt jetzt die finale Phase. Dann nehmen wir jetzt hier noch ein bisschen Unterbodenschutz, entweder zum Sprühen oder, ja, oder zum Draufschmieren und schmieren hier unten alles gut zu mit Unterbodenschutz. Man kann dann natürlich aber zuerst auch noch Karosseriedichtmasse benutzen und dann die Karosseriedichtmasse hier
auftragen und verschmieren. Nicht sparsam sein, da könnt ihr ruhig ein bisschen was auftragen. Vor allem hier vorne im Falz beim Übergang schön viel hinschmieren, das soll ja schließlich nicht mehr rosten. Jetzt in der letzten Phase schauen wir hier mal drunter und da sind solche Öffnungen, solche Löcher. Und in diese Löcher sprühen wir jetzt den Unterbodenschutz herein. Beziehungsweise nicht Unterbodenschutz, wir benutzen Hohlraumwachs. Der kommt dann immer etwas braun heraus. Das ist ganz normal. Und ja, und damit gehen wir dann hier in die Löcher rein und sprühen dann hier herein. Hier nochmal wie in Teil 1 vom Video die Ansicht aus etwa 2 Meter Entfernung und da fällt einem schon fast gar nichts mehr auf und ich würde sagen Mission erfolgreich. Das Auto sieht doch jetzt schon wieder viel besser aus als davor und kommt jetzt vor allem über den TÜV. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und wenn ihr weitere coole Autovideos haben wollt, schreibt's unten in die Kommentare, abonniert den Kanal und über ein Like freue ich mich auch immer. Bis zum nächsten Mal bei Race and Fun TV.